So, wir testen das jetzt mal so. Jetzt müsste es klappen. Ich habe mal die Qualität ein bisschen unterstellt und man muss, wenn man in 60 Frames 4K aufnimmt, aufpassen, dass man die Encoder-Einstellung von Nvidia auf heftig setzt. Ach, jetzt habe ich nicht gespeichert. Ist das euer Ernst? Wunderbar. Ernsthaft. Ne? Immerhin habe ich schon die richtige Ausrüstung dabei. Komm. Lass mich den letzten auch noch umlegen. Steig du schon mal ein. Ich sehe zu, dass ich den Zug irgendwie zum Laufen bekomme. Gut, gut. Jetzt sind wir weg. Aha, guck mal. Sagen, suchen lohnt sich. Wohl so eine Stunde Schlaf. Auch gar nicht so schlecht. So. Das finde ich auch im Gegensatz zu Skyrim ziemlich, ziemlich cool. Tada. Ja, ich bin gut, ich weiß. Wenn es irgendwann mit dem Söldnerdasein nicht mehr klappt, kann ich ja vielleicht beim Orden als Experte für pyräische Unterbahnen anheuern. Aber keine Garantie, dass uns die Bahn jetzt nicht in den nächsten Abgrund fährt. Naja, selbst mit diesem Ding ist es ein gutes Stück bis zur Halbmondinsel. Wir können es uns hier auf jeden Fall bequem machen. Oh ja. Entschuldige mein Misstrauen vorhin. Ich wusste einfach mit der Situation nichts anzufangen. Kann ich mir denken. All das, das ist doch einfach krank. Wenn die Hohen uns verwirren wollten, ist es ihnen jedenfalls gelungen. Du musst auf jeden Fall dem Großmeister davon erzählen. Vielleicht hat er eine Erklärung dafür. Und das mit Konstantin... Naja, wir dürfen uns das jetzt nicht zu nahe gehen lassen. Was zählt, ist nun erstmal die Mission. Und immerhin bleibt die spannend. Zwei mutige Abenteurer, die in irgendetwas reingerutscht sind, was sie nicht ansatzweise verstehen, durchkämmen alte Ruinen auf der Suche nach Schätzen. Du wirst lachen, aber irgendwie erinnert mich das an früher. An meine Kindheit. Warte mal. Woher wusste der, dass da Konstantin neben lag. Jesper. Du kannst ihn nicht kennen. Streich den Teil mit den wahnsinnig gewordenen Magiern und seltsamen Leichen raus. Meine Schwester und ich... Wir sind früher auch immer Höhlen erforschen gegangen, als wir noch in unserem Anwesen nahe der Wüste gelebt haben. Vater hat uns natürlich immer ordentlich gerügt, wenn er davon Wind bekommen hat. Gelassen haben wir es natürlich trotzdem nicht. Ja, das habe ich dir nie erzählt. Adila und ich haben auch nicht mehr viel miteinander zu tun. Vermutlich, weil wir nach dem Tod unseres Vaters irgendwie die Bindung zueinander verloren hatten. Und dem meiner Geschwister. Genau genommen sind meine Schwester und ich die einzigen Überlebenden der Dalvarex. Alle anderen wurden ermordet.
Muss es nicht. Aber ich weiß die Geste zu schätzen, also danke. Auf eine traurige Art und Weise ist ein Teil von mir sogar froh, dass es geschehen ist. Es hat mich damals erwachsen gemacht. Und mir gezeigt, dass es Charakterzüge gibt, die eine Tendenz haben, das Leben drastisch zu verkürzen. Okay. Starrsinn. Mein Vater war Richter im Tribunal, weißt du? Er war ein harter Mann, der spätestens nach dem Tod unserer Mutter nur noch für eines lebte. Seine Prinzipien. Gerechtigkeit kennt keine Kompromisse. Das war sein großes Credo. Egal wer der Angeklagte war, mein Vater begegnete ihnen allen gleich. Damian Dalvarek. Der Inbegriff der Gerechtigkeit. Ja, es klingt eigentlich erstrebenswert, ne? Für die meisten war es das, ja. Eines Tages stand der Sohn eines Arke Erhabenen vor den 12 Richtern. Valencio Doran. Er hatte 2 Huren ermordet und fühlte offensichtlich keinen Funken Reue. Du kennst diese Sorte Mensch. Diejenigen, die denken, Geld und Macht seien ein Freibrief für alles. Natürlich kannst du das. 11 von 12 Richtern stimmten für den Freispruch, weil jeder wusste, dass Valencios Vater Beziehungen zu Ralata hatte. Nur mein Vater blieb natürlich standhaft. Eine Woche später wurde unser Anwesen von 4 Unbekannten überfallen, die jeden Anwesenden töteten. Angestellte, Torwächter, meine 2 jüngeren Brüder, einfach alle. Offiziell waren es natürlich nur Banditen, die rein zufällig mit Schwertern aus Schattenstahl unterwegs waren. Meine Schwester und ich überlebten nur, weil wir uns mal wieder für eine Entdeckungsreise außer Haus geschlichen hatten. Irgendwie ironisch, nicht? Schrecklich? Nichts daran ist schrecklich. Es war die einzig logische Konsequenz von Vaters starrsinnigem Handeln. Und was hat es am Ende geholfen? Nichts. Valencio sitzt vermutlich gerade in irgendeinem Bordell und lässt es sich gut gehen. Aber es hat keinen Sinn, sich darüber zu ärgern. Weißt du warum? Weil das einfach die Regeln sind, nach denen diese Welt funktioniert. Es gibt keine göttliche Gerechtigkeit, kein System, nach dem sie entscheidet, wer lebt und stirbt. Es gibt nur Entscheidungen und ihre Folgen. Und genau deshalb macht es auch keinen Sinn, für höhere Ideale und Prinzipien zu kämpfen, weil es dir erstens verdammt nochmal niemand danken wird und zweitens, weil Menschen einfach dumm sind. Egal, was man versucht zu bewegen, am Ende sorgt die universelle Dummheit der Menschen ohnehin dafür, dass es wieder zerstört wird. Kämpfe für den Moment. Dessen Wahrhaftigkeit kannst du dir wenigstens sicher sein. Lies mal die Chroniken, Vince, und dann stell mir die Frage nochmal. Nein. Aber wenn er Valencio unbedingt hätte tot sehen wollen, hätte es andere Wege gegeben, verflucht nochmal. Gift, ein Unfall, ein gedungener Mörder. Etwas gesunder Menschenverstand, das wäre alles, was man gebraucht hätte. Aber natürlich stimmte all das nicht mit seinen ach so großartigen Prinzipien überein. Adila und ich waren noch jung, als das geschah. Eine befreundete Familie nahm uns auf. Und meine Schwester trat im Orden der Apothekari im Nordwindgebirge bei. Aber sprechen können wir seither nicht mehr miteinander. Sie hat eine Mauer aus Eis um sich errichtet und flüchtet sich in alte Familienbücher und Erinnerungen. Wie auch immer. Genug von mir. Was ist mit dir? Du bist auch weise, richtig? Wie kam es dazu? Den Teil deiner Vergangenheit hast du bisher immer ausgelassen. Du hattest mir bisher nur erzählt, dass der Schöpfertempel etwas damit zu tun hatte. Aber was genau ist passiert? Verstehe. Das mit den Träumen kenne ich. Ich hatte lange Zeit einen ähnlichen.
In ihm bin ich immer wieder dieselbe Gasse im Ackerhafen entlang gelaufen. An den Wänden kauerten dann in Lumpen und Schleiern gehüllte Gestalten, wie die Bettler aus der Unterstadt. Und immer, wenn ich sie passieren wollte, haben sie begonnen zu wimmern und versucht, mich zu ihnen zu zerren. Ich habe geschrien. Ich konnte in dem Traum nicht anders. Und irgendwann haben sich ihre Gesichter in das meines Vaters verwandelt. Und dann ist meinem Vater immer die Haut vom Gesicht geflossen, wie heißes Wachs. Kein schöner Anblick, wirklich nicht. Irgendwann haben die Träume aber dann aufgehört. Ich weiß nicht warum. Nun ja, genug Düsteres für heute. Wir sollten uns jetzt noch etwas hinlegen. Es liegt noch eine ganze Menge vor uns. Ich sage das nicht häufig, aber ich mag es, mit dir zusammenzuarbeiten. Du bist in Ordnung. Wirklich. Gut, gut. Das erinnert mich an Indiana Jones, an dem ersten, wo er die Bundeslade öffnet und dann der Offizier da steht. Aufwachen, schönes Fräulein. Wir sind angekommen. Wie fühlst du dich? So wie... Verstehe ich. Komm, lass uns mal rausgehen. Startet in der Höhle des Löwen. Jasper folgen. Alter Bahnhof. Scheint, als hätte man uns einen Empfang vorbereitet. Oh. Shit. Was war denn das? Ey! Hast du noch nicht genug? Warte mal, ist das nicht genau der gleiche Bahnhof, den wir gerade eben schon hatten? Nur mit... jetzt... in Geil? Wir sind doch hier angekommen. Es ist genau der gleiche Bahnhof, den haben sie nur etwas umgebaut. Verdammt nochmal, haben die Entwickler sich hier Mühe gegeben. Boah, und das bei einer stabilen Framerate. Also, boah, ich kann... Ja, das sieht man vielleicht in der Aufnahme nicht mehr so geil, aber... Ey, das läuft hier stabil. Mhm. Und... Ja, falsch. Ah, cool. Feuerfunke, Geflügelfleisch. Wow. Hallo, mein Lieber. Nicht geil. Ich glaube... ja. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Ich habe... Ah. So. Und als erstes, was ich jetzt mal mache, ist... ich hole mir mal Segen und Disziplin.
und senke mein arkanes Fieber mal. Dann hole ich mir meinen Flammenelementar und meinen geilen Blitz wieder. Ja, gut. So. Und dann... was ich an Lernpunkten, an Handwerkspunkten, an Erinnerungspunkten... Okay, als erstes haue ich mal die Erinnerungspunkte raus. So. Was? Seltsames Fieber, okay. Aber... cool. Meditation. Noch mal machen. Mal hier, ne? Zionik und Entropie-Zauber. Das wäre cool. Hier habe ich diese... Arcana Widerstand. Nee, nee, das brauche ich alles nicht, aber... ich könnte hier noch ein bisschen was. Ermöglicht euch... verursachen 40% größeren Schaden. Cool. Okay. Das klingt schon mal cool. So, jetzt 15% der Lebenskraft, 20% der Lebenskraft und Ausdauer, 30% der Lebenskraft und Ausdauer. Das ist eine coole... das ist ziemlich cool, Seele verschlingen. 30% der Lebenskraft... kann man mal machen, ne? So. Komm. Okay, wieso ist es denn jetzt schon dunkel geworden? Okay. Ne, ich wollte eigentlich mal die Bücher zugute geben. Was habe ich denn noch? Gesellenbuch Verzauberung, Gesellenbuch. Gesellenbuch leichte Rüstung. Komm. Gesellenbuch Rhetorik. Komm. Gesellenbuch Verzauberung. Okay. Gut, gut. Das sind jetzt meine Statuswerte. Ha. Ja, leichte Rüstung, ordentlich. Mana habe ich auch ordentlich. Was ich alles an Lernpunkten habe, also leichte Rüstung kann ich noch ohne Ende lernen. Schon heftig. Elementarismus und Entropie. Pass auf. Verbotene Schule. Entropie, ja? Jetzt möchte ich einmal kurz nochmal ganz genau gucken. Jetzt setze ich das natürlich wieder auf Fokus. Da. Da steht drauf.
zu was? Das gehört, das ist Entropie. Gut, also Feuerelementar ist Entropie. Gut, dass wir das jetzt geklärt haben. Also ich brauche tatsächlich Entropie. Boah, wie flüssig. Das ist sowas von geil. Das Ding läuft noch nicht mal, die Grafikkarte läuft noch nicht mal auf vollen 100%, sondern nur auf so 70 oder sowas. Wieso hatte ich vorher so viele Probleme mit dem Spiel? Schwangeren Leoren. Das ist tatsächlich die Mondscheininsel. Ich glaub's nicht. Und das da vorne ist wohl Taranor Koareks Lager. Ich würde sagen, wir teilen uns auf. Wenn sie dann einen von uns erwischen, hat der andere immer noch eine Chance. Hier ist deine Silberplatte. Ich werd's von Osten aus versuchen, geh du von Westen aus ran. Und ja, nicht erwischen lassen oder den Helden spielen, in Ordnung? Gegen eine ganze Armee hast selbst du mit deinen Gaben keine Chance. Okay. Naja, eigentlich überall. Aber ein Offizierszelt oder gar das Zelt ihres Anführers wäre natürlich perfekt. Wir treffen uns genau hier wieder, bei Tagesanbruch. Bis gleich. Okay. Das mit dem Panther war nicht so geil. Aber ich würde sagen, dass mit das ist wirklich überhaupt nicht unauffällig, ne? So. Da ist noch einer. Ne, auf jeden Fall würde ich sagen, wir machen hier mal Pause. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gespielt. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein.